Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 1. Das ist die mündliche Fragestunde. Wir beginnen mit der Frage 712, Entschuldigung, Frau Kollegin Waschke. Ich frage die Landesregierung, gab es bereits Gespräche zwischen den Bundesländern Hessen, Bayern und Thüringen mit dem Ziel, das Biosphärenreservat Rhön als Nationalpark ausweisen zu lassen? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es gab noch keine offiziellen Gespräche darüber. Ich habe zwei kurze Telefongespräche mit meiner bayerischen Kollegin Ministerin Schaaf geführt zu dem Thema mögliche Ausweisung eines weiteren Nationalparks in Bayern. Die bayerische Landesregierung in Person von Frau Ministerin Schaaf führt derzeit Gespräche mit den Kommunalverantwortlichen der vier möglichen Standorte in Bayern. Eine Entscheidung darüber, welcher in Frage kommt, ist noch nicht in Sicht. Die Landesregierung, also die Hessische Landesregierung, geht davon aus, dass die Bayerische Landesregierung erst im weiteren Verlauf dieses Jahres zu einer Entscheidung gelangt. Ich gebe zu bedenken, dass das Biosphärenreservat Rhön im Übrigen weit überwiegend Kulturlandschaft ist. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Voraussetzungen eines Nationalparks nicht oder nicht in vollem Umfang erfüllt wären. Keine Zusatzfragen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 717, Herr Abg. Dietz. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die im Rahmen der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vorgenommene Verlängerung der Fristen für die Abgabe von Steuererklärungen und die Erleichterungen bei den Belegvorlagepflichten? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Abg. Dietz, Hessen war Mitglied der Arbeitsgruppe, die die Vorschläge zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens erarbeitet hat. Sowohl die Verlängerung der Fristen für die Abgabe der Steuererklärung als auch die Umwandlung der Belegvorlagepflicht in eine Belegvorhaltepflicht wurden von Hessen im Gesetzgebungsverfahren mitgetragen. Die Verlängerung der Abgabepflicht basiert dabei auf dem Versuch eines hessischen, in Anführungsstrichen, Sonderweges, den wir bereits seit 2009 praktiziert haben, in dem diejenigen, zumindest diejenigen Steuerpflichtigen, die durch einen Steuerberater oder Steuerberaterin vertreten wurden, bereits bis zum 28. Februar des nachfolgenden Jahres ihre Steuererklärung erst abgeben mussten. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und diese Erfahrung in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Die darüber hinaus nun erfolgte Veränderung, dass Belege beim Finanzamt nicht mehr vorgelegt werden müssen, sondern nur noch zu Hause für stichprobenartige Nachprüfung vorgehalten werden müssen, erleichtert, denke ich, sowohl den Steuerpflichtigen als auch am Ende der Finanzverwaltung die Arbeit. Strich drunter, wir haben durchweg positive Erfahrungen bisher damit gemacht. Frage 718, Frau Abgeordnete Wallmann. Ich frage die Landesregierung, welche Schulden sind in die Darstellung der Schuldenstatistik des Statistischen Bundesamtes zum Stichtag 30. September 2016 für das Land Hessen und die anderen Bundesländer eingeflossen? Herr Finanzminister. Frau Abg. Wallmann, die Schuldenstatistik des Statistischen Bundesamtes unterscheidet einerseits Schulden beim nicht öffentlichen Bereich und Schulden beim öffentlichen Bereich. In die Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes, auf die Sie sich vermutlich beziehen, zum Stichtag 30.09. wurden die Schulden beim nicht öffentlichen Bereich, also die Schulden gegenüber dem Kapitalmarkt, verglichen. Für das Land Hessen stellt sich die Situation in den Vergleichsparametern wie folgt dar. Zum 31.12.2015, das war der Vergleich, zum 30.09.2016 waren unsere fundierten Schulden, also solche, die auf Anleihen und Ähnlichem beruhen am Kapitalmarkt, 400 Millionen geringer als zum 31.12.2015, also 42,6 Milliarden Ende 2015 und 42,2 Milliarden Ende September. Demgegenüber hat sich der Bestand an Kassenkrediten von 1,6 Milliarden Euro
auf 4,3 Milliarden Euro zum genannten Stichtag erhöht. Fasst man also beides zusammen, sind die Gesamtvergleichszahlen 44,24 Milliarden zu 46,5. Das ist immer so bei stichtagsbezogenen unterjährigen Betrachtungen zum 30.09., dass natürlich Liquiditätsverläufe, insbesondere der Zufluss von Steuereinnahmen und demgegenüber der Abfluss von Ausgabepositionen nicht immer sicher vorhergesehen werden kann, beziehungsweise dann auch gelegentlich zu höheren Kassenkreditaufnahmen führen müssen. Wir haben bei der gegenwärtigen Zinssituation im Moment sehr darauf zu achten, dass auf den Girokonten, so will ich es mal untechnisch nennen, des Landes möglichst kein Guthaben entsteht. Denn für dieses Gutachten müssten wir Negativzinsen zahlen, wären wir umgekehrt, wenn wir Kassenkredite aufnehmen, für diese Kassenkredite Negativzinsen vereinnahmen. Das hat dazu geführt, dass die relativ hohen Kassenkreditbestände des letzten Jahres auf das ganze Jahr 2016 betrachtet dazu geführt haben, dass wir aus den Kassenkrediten 11 Millionen Euro Negativzinsen vereinnahmt haben. Eine für diejenigen, die lange Jahre Finanzpolitik machen, sicherlich ungewöhnliche Situation. Allerdings ist das im Moment den Kapitalmärkten geschuldet, dass wir für kurzfristige Kreditaufnahmen am Ende mit kurzfristigen Kreditaufnahmen am Ende Geld verdienen können. Herr Kollege Warnecke, Zusatzfrage. Sehr geehrter Staatsminister Schäfer, wenn ich es richtig verstanden habe, handelt es sich allein um eine Betrachtung im kameralen Bereich. Gibt es solche Betrachtungen auch für die Doppik, sprich für unsere Bilanz? Herr Finanzminister. Auf der nationalen Ebene, Herr Abgeordneter Warnecke, gibt es solche Vergleichsparameter bedauerlicherweise nicht, weil wir als Land Hessen die Einzigen sind, die mit solcher Konsequenz einen von Wirtschaftsprüfern testierten Jahresabschluss nach HGB machen. In Ansätzen vergleichbar ist das noch in Hamburg, die aber bestimmte Parameter aus den Testaten herausnehmen, weil sie gesonderte Festlegungen dort treffen. Aber ansonsten sind diese Dinge doppisch leider nicht vergleichbar. Wir beabsichtigen den doppischen Abschluss für das Jahr 2016, sodass Sie das dann auch auf der doppischen Ebene zumindest für Hessen nachvollziehen können, wiederum für den Spätsommer dieses Jahres vorzulegen. Frage 719, Herr Abgeordneter Lenders. Herr Kollege Rock in Vertretung. Ich frage die Landesregierung, was sind die Gründe dafür, dass der Klimaschutzplan der Landesregierung nicht wie geplant im Dezember 2016 vom Kabinett beschlossen wurde? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Rock, der Beteiligungsprozess zum integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 war aufgrund des großen Interesses der Öffentlichkeit deutlich umfangreicher als im Vorfeld erwartet. Wir hatten eine lange Auswertungsphase, welche also mit etwa 3.100 Kommentaren, das bedurfte einer sorgfältigen und zeitaufwendigen Prüfung und Einarbeitung in das Werk. Dafür hat sich die Landesregierung die notwendige Zeit genommen. Zusatzfrage, Kollege Gremmels. Ist denn davon auszugehen, dass Sie den Klimaschutzplan vor Verkündigung am 29. März, dafür habe ich nämlich eine Einladung bekommen, soll dieser Klimaschutzplan der Öffentlichkeit vorgestellt werden? Wir haben ja die Woche vorher eine Plenarsitzung vom 21. bis 23.3. Ist es denn üblich, dass erst das Parlament informiert werden soll oder machen Sie erst eine große Öffentlichkeitsveranstaltung? Wir werden hinterher unter ferner Liefen informiert. Wie ist die Planung? Frau Ministerin Hinz. Also, Herr Abgeordneter Gremmels, wie Sie das von mir kennen, werde ich erst das Parlament informieren und dann die Öffentlichkeit. Das ist. Seid ihr fertig? Okay, gut. Frage 720, Herr Kollege Greilich. Ich frage die Landesregierung, wie steht sie zu der Forderung, den geschlossenen Einheiten der Hessischen Bereitschaftspolizei aufgrund der gestiegenen Belastungen eine feste monatliche Zulage, orientiert an der Zulage des Wechselschichtdienstes, zu gewähren? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, der Landesregierung liegen Anträge zur Schaffung einer Erschwerniszulage in festen Monatsbeträgen für die geschlossenen Einheiten der Hessischen Bereitschaftspolizei in der Tat vor.
Die flexible Einsatzfähigkeit der Bereitschaftspolizei und die professionelle Arbeitsleistung für die innere Sicherheit in Hessen, die sich im Übrigen auch bei den anderen Organisationseinheiten der hessischen Polizei wiederfinden, sind hoch anerkennenswert. Die vorliegenden Anträge werden daher im Rahmen der nächsten Evaluation der Erschwerniszulagenverordnung für Hessen rechtlich und fachlich, aber auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage entsprechend geprüft. Dann kommen wir zur Frage 721 für Frau Dr. Sommer. Herr Eckert, bitte schön. Ich frage die Landesregierung, für welche von ihr als sinnvoll erachtete Projekte hat sie Empfehlungsschreiben zur Berücksichtigung an den Investitionsfonds verfasst? Mit ein bisschen mehr Leidenschaft, bitte. Ja, es heißt Innovationsfonds. In dem Augenblick ist Herr Minister Grüttner zuständig. Bitte. Hat Innovationsfonds. Die Hessische Landesregierung hat in dieser Staffel, in der unterschiedlichen Staffeln des Innovationsfonds, auf die sich diese Frage bezieht, insgesamt zwei Projektanträge durch Empfehlungsschreiben unterstützt. Dies waren einmal der Projektantrag Integrierte telemedizinisch unterstützte Patientenversorgung Hessen, der Krankenhaus Nordwest GmbH als Konsortialführung und dem Projektantrag Jugend im Risiko innovative Gesundheitsförderung im Übergangssystem mit der Universität Gießen als Konsortialführer. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Inwieweit hat sie denn die Landesregierung nach, trotz des negativen Bescheides für das Projekt ITEP von Intersystems entsprechend jetzt eigene Unterstützungsmaßnahmen überlegt oder angestrebt? Herr Minister Grüttner. Augenblick, bitte. Dem Verfahren des Innovationsfonds inhärent ist es, dass Antragsteller nicht über die Gründe der Ablehnung informiert werden. Allerdings lässt das Studium der Antragsunterlagen sowie die Gespräche mit den Beteiligten erkennen, dass dieses Projekt sowohl in seiner Struktur als auch in seiner Dimension nicht ausgereift genug gewesen ist, um sie im Innovationsfonds zur Geltung zu bringen. Zurzeit bemüht sich das Land Hessen, an anderen Stellen Projekte des Innovationsfonds zu generieren. Und eine weitere Zusatzfrage, Abgeordneter Eckert. Um an dieses Projekt noch einmal anzuschließen, gibt es denn seitens des Landes Bestrebungen, dieses konkrete Projekt zu unterstützen? Herr Staatsminister Grüttner. Wenn das Projekt in seiner Struktur so verändert wird, dass es unterstützungswürdig ist, ja. So wie es sich momentan darstellt, ist es nicht unterstützungswürdig. Frage 722, Herr Abgeordneter Eckert. Ich frage die Landesregierung, wann kann die Schulgemeinde der Taunusschule in Bad Camberg mit der vollumfänglichen Neubesetzung der seit Monaten vakanten Stellen der Schulleitung und der Funktionsstellen rechnen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Eckert, das für die Schulleiterstelle zuständige Hessische Kultusministerium und das für die übrigen Funktionsstellen zuständige Staatliche Schulamt in Weilburg sind beide bestrebt, die freien Stellen möglichst zeitnah zu besetzen. Die Sachstände stellen sich im Einzelnen wie folgt dar. Zunächst zu der Schulleiterstelle. Für die Stelle der Schulleiterin bzw. des Schulleiters der Taunusschule in Bad Camberg wurde im Sommer 2016 eine Auswahlentscheidung getroffen. Der unterlegene Bewerber legte gegen diese Entscheidung Widerspruch ein und erhob einen Eilantrag beim zuständigen Verwaltungsgericht. Für die Interimszeit bis zur Besetzung der Stelle wurde ein erfahrener Schulleiter einer anderen kooperativen Gesamtschule des Aufsichtsbereichs an die Taunusschule teilabgeordnet. Und mich hat gerade heute Vormittag die erfreuliche Nachricht erreicht, dass das verwaltungsgerichtliche Verfahren gütlich beigelegt werden konnte, weil der unterlegene Bewerber den in der Verhandlung unterbreiteten Vergleichsvorschlag angenommen hat, sodass ich jetzt davon ausgehe, dass wir die Schulleiterstelle wirklich in den nächsten Tagen auch endgültig besetzen können. Zu der Frage der Studienleitung. Die Stelle als Studiendirektorin bzw. Studiendirektor zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben ist im Besetzungsverfahren. Es liegen zwei Bewerbungen vor. Es ist beabsichtigt, zeitnah eine Auswahlentscheidung nach Aktenlage zu treffen.
Fachbereichsleitung 2. Die Stelle für die Fachbereichsleitung 2 ist im Bewerbungsverfahren. Es liegen 4 Bewerbungen vor. Auch hier ist beabsichtigt, zeitnah eine Auswahlentscheidung zu treffen. Und die Stelle für die Fachbereichsleitung 3 ist derzeit nach Rücknahme aller Bewerbungen aus der ersten Ausschreibung erneut ausgeschrieben. Bewerbungsschluss dieser Ausschreibung ist der 22.03.2017. Das Auswahlverfahren wird danach umgehend weiter betrieben werden. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Eckert. Da die Aussage zeitnahe Besetzung relativ oft jetzt in dem Verfahren zur Taunusschule vorgekommen ist, könnten Sie den Begriff zeitnah etwas eher konkretisieren? Herr Staatsminister. Wie sich exemplarisch an der Schulleiterstelle gezeigt hat, liegt das nur begrenzt in unserer Hand. Soweit wir Entscheidungen nach Aktenlage treffen können, bedeutet zeitnah wirklich in einem Zeitraum, der sich allenfalls nach Wochen bemisst. Wenn wir nicht nach Aktenlage entscheiden können, dann muss ein Überprüfungsverfahren durchgeführt werden. Dann müssen natürlich entsprechende Termine vereinbart werden. Dann dauert das länger. Und was gar nicht mehr in unserer Hand liegt, sind natürlich Konkurrentenstreitverfahren. Deswegen kann man darüber einfach keine verbindliche Aussage treffen. Mit Ausnahme der Schulleiterstelle, da jetzt auch die Konkurrentenklage erledigt ist, kann ich das für die nächsten Tage verbindlich zusagen. Frage 723, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, ist es richtig, dass bei der grundhaften Sanierung von Landesstraßen im Landesstraßenbauprogramm 2016 bis 2022 nur solche Straßen aufgenommen wurden und werden, die eine Mindestfahrzeugzahl von 2.000 Fahrzeugen pro Tag aufweisen, wie beispielsweise die L3254, 3253 im Gemeindegebiet Ludwigsau? Herr Staatsminister Al-Wazir. Nein. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Vielen Dank für diese kurze Aussage. Wie hoch ist denn die Zahl? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, die Landesregierung folgt im Landesstraßenbau konsequent dem Grundsatz Sanierung vor Neubau. Wir haben die zur Verfügung stehenden Mittel gebündelt und wollen bis zum Jahr 2022 rund 385 Millionen Euro in rund 540 Einzelbaumaßnahmen investieren. Dabei wollen wir die zur Verfügung stehenden Gelder dorthin leiten, wo sie am dringendsten benötigt werden. Dafür ist eine Prioritätensetzung nach fachlichen, objektiven und transparenten Kriterien unverzichtbar. Die Fahrzeugbelastung ist dabei ein Kriterium neben einer Vielzahl von weiteren Kriterien aus den Bereichen Verkehrssicherheit, Verkehrsbedeutung, Verkehrsqualität und Wirtschaftlichkeit. Diese Kriterien fließen mit unterschiedlicher Gewichtung in das Gewertungsverfahren zur Priorisierung der zu sanierenden Landesstraßen ein. Eine feste Mindestfahrzeugzahl besteht nicht. Das Kriterium der Fahrzeugbelastung, der Fachbegriff da ist durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, wird nicht alleine betrachtet, sondern findet als Basiswert Eingang in andere Kategorien, zum Beispiel bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, der Lärmbelastung oder der eingesparten Fahrzeit. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Warnecke. Sehr geehrter Herr Minister, da Sie ja in der Regel sehr gut vorbereitet sind, meine Frage, haben Sie denn zufällig die hier noch als Mindestfahrzeugzahl beschriebene die durchschnittliche Fahrzeugzahl für die L3254 oder 3253 parat? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, nein, ich habe sie nicht parat. Ich kann Ihnen eben nur sagen, dass bei der Gewichtung all dieser unterschiedlichen Kriterien, also durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, Wirtschaftlichkeit, Lärmbelastung, Durchgangsverkehre und so weiter, nach all diesen Kriterien, die wir für alle zu sanierenden Landesstraßenabschnitte angewandt haben, kam dieser Abschnitt nicht in die Sanierungsoffensive. Ich weiß, Stichwort gut vorbereitet, dass die Gemeinde Ludwigsau die Straßenverkehrszählung, insbesondere den Schwerverkehrsanteil dort, anzweifelt, dass sie eigene Zählungen durchführt und zugesagt hat, uns die zur Verfügung zu stellen. Und dann werden wir sehen, ob es Möglichkeiten gibt,
sozusagen dieses Ganze noch zu machen. Aber wie gesagt, wir warten momentan auf die eigenen Zählungen der Gemeinde, die sie aus eigenem Antrieb gemacht hat. Frage 724, Frau Abgeordnete Müller-Schwarmstadt. Ich sehe Sie nicht. Noch? Jetzt. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, hält sie es für notwendig, Verkauf und oder Gebrauch von sogenanntem Schneckenkorn zu reglementieren, da immer wieder Hunde und Katzen dieses Gift zu sich nehmen und daran eingehen, zudem die Gefahr besteht, dass Kinder mit dem Wirkstoff, der aus bunten Kügelchen besteht, in Kontakt kommen mit diesem Spielen und ihn aufnehmen? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ausweislich der Falldatenbank des Giftinformationszentrums Mainz erfolgten seit dem Jahr 1995 insgesamt 137 Beratungen wegen des Mittels. Dies entspricht bei über 230.000 Beratungen in den letzten 22 Jahren einem Anteil von rund 0,6 Promille. Die Verläufe in den beratenden Fällen sind als überwiegend nicht wesentlich beeinträchtigend für die Gesundheit der Kinder dokumentiert. Hinsichtlich einer realen Gefahr für Haustiere liegen der Landesregierung keine Hinweise vor, die auf das Erfordernis einer stärkeren Reglementierung hinweisen. Frage 725, Herr Kollege Warnecke. Ich darf die Landesregierung fragen, sind die im Mauerwerk der Bad Hersfelder Stiftsruine nach der aufwendigen Sanierung, Restaurierung, die im letzten Jahrzehnt abgeschlossen wurde, mittlerweile eingewachsenen Pflanzen bis hin zu Bäumen oder Bäumchen Teil eines dauerhaften Erhaltungskonzeptes? Herr Staatsminister Rhein. Nein, Herr Abgeordneter. Herr Abgeordneter Warnecke, Zusatzfrage. Nachdem Sie das Nein, Herr Minister, genauso emphatisch ausgestoßen haben wie Ihr Kollege aus dem Verkehrsministerium, Herr Al-Wazir, habe ich dann eine Nachfrage. Ist denn beabsichtigt, diese entsprechenden eingewachsenen Pflanzen zu entfernen, oder soll das so bleiben? Herr Minister für Wissenschaft und Kunst. Ja, das fordert mich zu einer im Einvernehmen mit der Umweltministerin entsprechenden Erklärung heraus. Und zwar will ich Ihnen mitteilen, Herr Abgeordneter Warnecke, dass die Stiftsruine Bad Hersfeld von der Verwaltung der Schlösser und Gärten Hessen gemeinsam mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, aber auch punktuell mit externen Fachleuten instand gehalten wird. Allerdings muss man wissen, dass der Zeitraum, in dem Arbeiten möglich sind, natürlich durch die Einbauten von Herrn Wedel und den Spielbetrieb einschließlich der Proben zu den Bad Hersfelder Festspielen stark eingeschränkt ist, die ohne technische Hilfsmittel wie Hubsteiger oder Gerüste erreichbaren Flächen werden kontinuierlich von Pflanzenbewuchs freigehalten. Andere Bereiche werden immer wieder befahren. Allerdings, auch hier ein Allerdings, gibt es einige Bereiche, die nur schwer zugänglich sind. Zudem weist die Ruine natürlich auch eine Reihe von historischen Mauerwerksflächen auf, die nur sehr schwer gegen erneuten Pflanzenbewuchs zu schützen sind. Einige Stellen, an denen Abbruchkanten verputzt oder vermörtelt sind, sind dabei besonders anfällig für das Eindringen von Pflanzensamen, die sich dort festsetzen. In den letzten Jahren ist, und das ist eine erfreuliche Mitteilung, nach Einschätzung der Fachleute eine allgemeine Ausweitung der Flora zu verzeichnen, was nicht zuletzt auf die erfolgreiche Arbeit der Umweltministerin in Hessen und der nachhaltigen Verbesserung der Luftqualität und der Umweltbedingungen in Hessen zurückzuführen ist. Für das Frühjahr 2017 ist allerdings erneut eine behutsame Entfernung des Bewuchses an gefährdeten Mauerteilen vorgesehen. Wo es möglich ist, soll versucht werden, die Pflanze samt Wurzeln, also an der Wurzel, zu entfernen. Ansonsten ist jedoch zu erwarten, dass es in kurzer Zeit
zu einem neuerlichen Austreiben der, und das musste ich lernen, aber ich habe die Umweltministerin gefragt, der sogenannten Pionierpflanzen, das sind Birken, Robinien oder ähnliche, kommen wird. Ja. Es gibt Gott sei Dank noch eine Nachfrage, Herr Kollege Warnecke. Sehr geehrte Herr Staatsministerin, habe ich das richtig verstanden, dass Sie einen Vor-Ort-Termin mit der Frau Hinz gemacht haben, um sich darüber zu informieren, welche der Pflanzen entfernt werden darf und welche nicht, mit Blick auf den Biotopschutz? Herr Staatsminister Rhein. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, Frau Ministerin Hinz kennt jede einzelne Pflanze vor Ort, sodass sich ein entsprechender Ortstermin erübrigt hat, weil sie entsprechende Ortskenntnis bzw. Pflanzenkenntnis hatte. Ich allerdings, um das allerdings zum fünften Mal mitzuteilen, würde Ihnen vorschlagen, dass wir gemeinsam zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr dort uns die Pflanzen und den Bewuchs anschauen. Wir gehen alle mit. Die nächste Frage. Frage 726, Frau Kollegin Hoffmann für Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wann wird nach Ihrer Einschätzung das Regierungspräsidium Darmstadt über den Kooperationsvertrag der Hebammenschule in Frankfurt entscheiden? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, dem Regierungspräsidium liegt ein Antrag auf staatliche Anerkennung einer Hebammenschule bisher nicht vor. Insofern kann auch keine Einschätzung gegeben werden, wann über einen nicht vorliegenden Antrag entschieden wird. Frau Kollegin Hoffmann. Sie rechnen aber gewiss mit einer Antragseinreichung beim Regierungspräsidium. Herr Minister Grüttner. Wir kennen die Gespräche, die geführt werden im Hinblick auf einen Kooperationsvertrag zwischen einer Klinik und einer Hochschule. Wir begleiten das auch und gehen auch davon aus, dass ein Antrag gestellt wird. Sollte er gestellt werden, wird er auch zeitnah beschieden. Das war die 26. 727, Kollegin Barth. Ja, ich frage die Landesregierung, wann ist mit der Entscheidung über den vorliegenden Antrag der integrierten Gesamtschule Stierstadt in Oberursel, das liegt im Hochtaunuskreis, auf Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe zu rechnen? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Debatte. Der Erlassentwurf zum Schulentwicklungsplan des Hochtaunuskreises ist dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer zur Einleitung des personalvertretungsrechtlichen Verfahrens zugesandt worden. Sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, kann der Erlass mit der Entscheidung dem Schulträger bekannt gegeben werden. Damit rechnen wir nach unseren bisherigen Erfahrungen mit den Entscheidungsabläufen ungefähr Ende März, Anfang April. Ich darf aber vielleicht hinzufügen, dass in dem von uns gefertigten Erlassentwurf, der jetzt dem Hauptpersonalrat zur Befassung vorliegt, eine Zustimmung zu der Einrichtung der gymnasialen Oberstufe an der integrierten Gesamtschule Stierstadt vorgesehen ist. Das ist damit erledigt. Frage 728 ab. Frau Barth hat noch eine Nachfrage. Ah ja, ich habe es nicht gesehen. Entschuldigen bitte. Ich kämpfe noch mit dem Mikrofon. Entschuldigung. Wird dies dennoch rechtzeitig sein, Herr Minister, damit der Oberstufenbetrieb noch zum kommenden Schuljahresbeginn, also nach den Sommerferien 2017, möglich ist? Herr Minister, das habe ich so. Frau Abgeordnete Barth, das wäre nicht ratsam. Dafür ist die Vorlaufzeit wirklich zu kurz. So eine Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe ist ein ziemlich komplexes Unterfangen. Das will auch sorgfältig vorbereitet sein. Unser Vorschlag lautet daher, dass der Betrieb zum Schuljahr 2018/19 aufgenommen werden sollte. Zusatzfrage, Herr Kollege Wagner. Herr Minister, viele Eltern von Grundschulkindern stehen ja im Moment auch im Hochtaunuskreis vor der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule sie ihre Kinder schicken. Da ist die Frage, ob eine Schule eine Oberstufe hat oder nicht, ein wichtiger Faktor. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, könnten diese Eltern sicher sein, die Zustimmung des Hauptpersonalrates vorausgesetzt, dass ihre Kinder, wenn sie an der integrierten Gesamtschule Stierstadt angemeldet werden, an einer Schule mit Oberstufe sich angemeldet haben.
Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Wagner, da die Kinder jetzt in die 5. Klasse eingeschult wurden und wenn wir davon ausgehen, dass unser Vorschlag gefolgt wird und die Oberstufe zum Schuljahr 2018/19 ihren Betrieb aufnehmen wird, denke ich, kann ich Ihre Frage uneingeschränkt mit Ja beantworten. Zusatzfrage, Frau Kollegin Barth. Ja, vielen Dank für die immerhin klare Auskunft. Derzeit ist die Schulleiterstelle vakant. Ist dem Ministerium klar, dass an dieser Entscheidung auch die Ausschreibung der derzeit vakanten Schulleiterstelle, wie ich eben gesagt habe, hängt? Also ob ein Schulleiter jetzt für eine normale Gesamtschule oder einer mit Oberstufe benötigt wird? Oder bleibt die Stelle jetzt so lange vakant, bis die Oberstufe eingerichtet wurde? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Barth, Sie können davon ausgehen, dass wir das Schulleiterbesetzungsverfahren unter der Annahme weiter betreiben werden, dass die IGS Stierstadt eine gymnasiale Oberstufe erhalten wird. Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Kollege Schaus mit 728. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit einer rechtsverbindlichen Änderung der Bedarfsgewerbeverordnung vom 12. Oktober 2011 unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. November 2014 und des Verwaltungsgerichtshofes Hessen zu rechnen? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, die Änderungsverordnung wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt Nummer 19 am 9. Dezember 2016 veröffentlicht und ist einen Tag später nach Ihrer Verkündung in Kraft getreten. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus. Herr Minister, warum sind denn in der Verordnung weiterhin sowohl die Getränkeindustrie als auch die Speiseeishersteller aufgeführt, obwohl das Gericht dazu noch keine abschließende Entscheidung zur Sonntagsarbeit getroffen hat? Herr Sozialminister Grüttner. Weil das Gericht noch keine abschließende Entscheidung getroffen hat. Und Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schaus. Ich habe noch eine Frage, Herr Minister. Wie bewertet denn die Landesregierung die Sonntagsarbeit bei dem Fernseh-Online-Versandhändler QVC in Kassel, der behauptet, dass bei seinen geschäftlichen Aktivitäten ausschließlich das Rundfunkrecht anzuwenden wäre? Herr Staats. Diese Frage ist vom zuständigen Regierungspräsidium und der Landesanstalt für privaten Rundfunk geprüft worden. Es handelt sich an dieser Stelle um einen Rundfunkveranstalter, für den das einschlägige Medienrecht gilt. Frage 729, Herr Abgeordneter Franz. Ich frage die Landesregierung, wann ist mit dem Baubeginn der dritten Fulda-Brücke in Rothenburg zu rechnen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Franz, zu einem eventuellen Baubeginn kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Wenn Sie die nächste Frage gleich mitstellen würden, könnte ich Ihnen auch etwas zum Planungsstand sagen. Zusatzfrage, Abgeordneter Franz. Hat denn das Versprechen des Ministerpräsidenten vom 27.05.2012 zu der dritten Fulda-Brücke, ja, wir machen das, keinerlei Auswirkungen auf einen schnelleren Baubeginn? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie wissen, dass die Frage einer dritten Fulda-Brücke in Rothenburg sehr stark mit dem Bau der B83, der Umgehung, zusammenhängt. Sie wissen auch, dass dort im Sommer 2013 ein Bürgerentscheid stattgefunden hat, dass wir jetzt im Dezember 2016 den Beschluss des Bundestages hatten, mit dem die Ortsumgehung erneut in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurde. Und natürlich ist klar, dass das eine, Bau einer Ortsumgehung, mit dem anderen, nämlich Bau einer Brücke, zusammenhängt, weil es muss ja auch eine Anbindung einer solchen Brücke geben. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz. Ja, Zusatzfrage, die leitet sich jetzt über in die Frage 730. Herr Kollege, Sie wissen, dass damit
die 730 weg ist. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Damit endet Ihre Frage für zu 729. Ich müsste Sie dann fragen, ist damit 730 erledigt oder Sie beginnen jetzt mit 730? Okay, dann haben Sie das Wort, bitte schön. Noch einmal drücken Sie mal das Knöpfchen. Drücken Sie mal Ihr Knöpfchen. Dankeschön. Bei der Bedarfsplanung für die dritte Fulda-Brücke hat damals die Konversion eine Rolle gespielt. Ist in die erneuten Überlegungen auch die Absicht der Stadt Rothenburg, ein City-Outlet-Center einzurichten? Und für dieses City-Outlet-Center werden über 1.000 Parkplätze nach der aktuellen Diskussion benötigt. Und die könnte durchaus dann auch wieder über die dritte Fulda-Brücke geführt werden, weil das ja dann auch immer ein Argument war, wir müssen erst einmal nachweisen, wie viel Verkehr sich letztendlich dadurch ergeben sollte. Herr Staatsminister, aber Sie. Also zuallererst mal muss ja festgestellt werden, dass die Alheimer Kaserne Ende des ersten Quartals 2016 freigezogen wurde, so heißt das, und gleichzeitig dort eine Außenstelle, nicht nur eine Außenstelle, sondern eine sozusagen wirkliche hessische Erstaufnahmeeinrichtung geschaffen wurde. Diese hessische Erstaufnahmeeinrichtung hat besondere Aufgaben, unter anderem auch die Aufgabe, dafür hat man dann den Sanitätstrakt der Kaserne benutzt, für die Frage der medizinischen und pflegerischen Versorgung von Flüchtlingen zu sorgen, die natürlich, wenn sie derer bedürfen, bevorzugt dahin zugewiesen werden. Und die Restteilfläche, die für die Ansiedlung von Gewerbe vorgesehen ist, ist uns bekannt. Aber nach allem, was ich weiß, ist es noch nicht so weit, dass es da sehr konkrete, wirklich definitiv feststehende Folgenutzungsüberlegungen gibt. Ich rufe auf die Frage 730, Herr Kollege Franz. Ich frage die Landesregierung. Wie ist der aktuelle Planungsstand der dritten Fulda-Brücke in Rothenburg, die Ministerpräsident Volker Bouffier öffentlich fest zugesagt hat? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für eine dritte Fulda-Brücke als Verbindungsspange zwischen der Ortslage Rothenburg und der geplanten Bundesstraßenortsumgehung Rothenburg-Lispenhausen an der B83 werden in einem planerischen Fachbeitrag die bisher bekannten Fakten analysiert. Dazu gehören neben den Strukturdaten der Stadt Rothenburg für das Konversionsgebiet zur Abschätzung der verkehrlichen Wirkung auch die Auswirkungen einer Verbindungsspange auf die naturräumlichen Verhältnisse, also Ökologie und Hochwasserschutz. Der planerische Fachbeitrag soll der Hessischen Landesregierung eine Entscheidungsgrundlage bezüglich der Kosten, der Baulastträgerschaft und der planerischen Genehmigungsfähigkeit einer Verbindungsspange schaffen. Er befindet sich in der landesinternen Abstimmung. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz. Wird bei den Parametern, Sie haben ja eben schon genannt, die verkehrliche Wirkung, auch die neue Absicht der Stadt Rothenburg, wie ich schon eben erwähnt habe, ein mögliches Outlet-Center in der Stadt Rothenburg zu installieren, ebenfalls Berücksichtigung finden? Denn das Gewerbegebiet allein in der Ergänzung zur Alheimer Kaserne wird sicherlich nicht ausreichen, um eine besondere verkehrliche Wirkung nachzuweisen. Herr Minister Al-Wazir. Also ich hatte ja schon auf den Sachstand, was die Ortsumgehung Rothenburg-Lispenhausen angeht, hingewiesen. Der Bundestag hat im Dezember, also vor ziemlich genau 2 Monaten, die Bundesverkehrswegeausbaugesetze beschlossen, hat dort die Ortsumgehung Lispenhausen in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Sie wissen, dass es 2009 eine Linienplanung für die Umgehungsstraße gab, dass der Bund dem zugestimmt hat, dass die Stadt Rothenburg dem zugestimmt hat, dass es danach einen Bürgerentscheid auch gab, der das im Prinzip auch bestätigt hat. Als nächstes müssen dann die Planungsschritte folgen, vertiefte technische Planung, landschaftspflegerische Begleitplanung und so weiter. Das ist die Ortsumgehung. Und natürlich müsste man dann für den Fall, dass als nächster Schritt die Frage einer
dritten Fuldabrücke in Angriff genommen wird. Die Frage klären, verkehrliche Wirkung bzw. was dann angebunden wird. Und damit hängt natürlich auch die Baulastträgerschaft zusammen. Zusatzfrage, Herr Kollege Franz. Ist das Ministerium im intensiven Meinungsaustausch mit der Stadt Rothenburg? Herr Minister Al-Wazir. Also, ich persönlich bin nicht im intensiven Meinungsaustausch mit allen 426 Gemeinden in Hessen, wobei manchmal habe ich das Gefühl, es ist doch so. Ich glaube, dass es natürlich vor Ort, immer wieder auch Debatten gibt, aber ich bin mir sehr sicher, dass mindestens Hessenmobil natürlich im Austausch mit der Gemeinde ist. Ich bitte um Verständnis, aber nur nebenbei, die Trägheit dieses Apparates ist größer als meine eigene. So. Ja. Es hat lange gedauert, gell? Okay. Pass auf, am Wochenende ist Karneval, vielleicht kommt es wieder. Donnerstag. Ja. Jetzt hat er. Herr Kollege Warnecke. Herr Staatsminister Al-Wazir, habe ich Ihre Ausführungen richtig verstanden, wonach die fachplanerischen Obliegenheiten möglicherweise die feste Zusage des Ministerpräsidenten, dass es diese dritte Fulda-Brücke geben wird, in Frage stellen wird? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Warnecke, das Problem ist natürlich, dass wir uns genau betrachten müssen, welche Auswirkungen sozusagen damit. Ich habe ja beispielsweise Hochwasserfragen und alles genannt. Machbar ist alles. Machbar ist alles. Es ist halt immer nur eine Frage, sozusagen, wie die Umstände sind, die dann am Ende erklären, wie groß der Aufwand ist. So, dann haben wir jetzt die Frage. 731 ist zurückgezogen von den Kollegen Gremmels, weil schon beantwortet mit der Frage 719. Ich rufe jetzt auf 732, Herr Abgeordneter Greilich. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie eine präventivpolizeiliche Befugnisregelung vorlegen, die den Einsatz einer offenen elektronischen Aufenthaltsüberwachung, elektronische Fußfessel gegen Gefährder in Hessen ermöglicht, wie es beispielsweise die Bayerische Staatsregierung für das Bayerische Polizeigesetz bereits in die Wege geleitet hat durch Einbringung einer Kabinettsvorlage. Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter, eine präventivpolizeiliche Befugnisregel, die den Einsatz einer elektronischen Fußfessel gegen Gefährder ermöglicht, wird derzeit erarbeitet. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Greilich. Eine Frage war, wann mit der Vorlage zu rechnen ist. Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, wenn wir mit der Erarbeitung fertig sind. Zusatzfrage, Herr Greilich. Herr Minister, wie vereinbart sich diese extrem ausweichende Nichtbeantwortung mit der Initiative der Landesregierung für mehr Respekt in Hessen, insbesondere auch gegenüber dem Parlament? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, für die Einführung einer solchen Befugnis, eine solche Befugnisregelung sind umfangreiche verfassungsrechtliche und sicherheitspolitische Fragen zu klären, auch in der Organisation. Und insofern gilt hier an dieser Stelle genauso wie an anderer Stelle, dass hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Frage. Oh, Herr Kollege. Zusatzfrage. Ich muss erst gucken. Dr. Wilken. Ja. Herr Minister, können Sie denn über Ihre Überlegungen sagen, inwieweit bei diesen geplanten Einschränkungen von Freiheitsrechten, Vulgo Freiheitsentzug, richterliche Entscheidungen mit berücksichtigt werden? Herr Innenminister Beuth. Sie dürfen davon ausgehen, dass selbstverständlich bei der Erarbeitung Rechtsprechung sozusagen berücksichtigt wird.
Und um so viel zu sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dem Einsatz der Befugnisnorm richterliche Anordnung sozusagen Voraussetzung ist. Aber das bitte ich sozusagen noch den weiteren Beratungen zu überlassen. Da sind wir noch nicht am Ende der Überlegung. Frage 733, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, in welcher Höhe werden Mittel des Landes für die Arbeit des Bundeselternrats zur Verfügung gestellt, nachdem mit Stefan W. ein Hesse den Vorsitz übernommen hat? Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, dem Landeselternbeirat wurde gestattet, einen höheren Beitrag als bisher für den Austausch mit anderen Landeselternvertretungen aufzuwenden. Einen konkreten Mehrbedarf hat der Landeselternbeirat noch nicht benannt. Die Summe ist daher nicht bezifferbar. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Vielen Dank, Herr Minister. Habe ich das so verstanden, dass, wenn der Landeselternbeirat Zusatzbedarfe anmeldet, er diese auch bekommen kann für die Arbeit des Bundeselternrates? Herr Minister Lorz. Frau Abgeordnete Geis, im Haushalt des Landes Hessen sind Zuschüsse für den Landeselternbeirat vorgesehen, die zur Wahrnehmung seiner gesetzlich definierten Aufgaben dienen. Und aus diesen Zuschüssen heraus kann er einen Austausch mit anderen Landeselternvertretungen führen. Dafür ist der Bundeselternrat da und hat dafür schon bislang einen Mitgliedschaftsbeitrag entrichtet. Wir erkennen an, dass die Aufwendungen jetzt für die Zeit des hessischen Vorsitzes des Bundeselternrates höher ausfallen können und demzufolge auch dieser Mitgliedschaftsbeitrag höher ausfallen kann. Und noch eine Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Dann habe ich das jetzt richtig verstanden, dass der Landeselternbeirat für die Arbeit des Bundeselternrates vom Land Hessen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Frau Abgeordnete Geis, zu den gesetzlich definierten Aufgaben des Landeselternbeirates gehört nicht die Wahrnehmung von Elterninteressen auf Bundesebene. Und deswegen gibt es auch keine direkte Förderung des Bundeselternbeirates durch das Land Hessen. Frage 734, Herr Abgeordneter Merz. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie die Vereinbarung des Landes Baden-Württemberg mit den dortigen kommunalen Spitzenverbänden, wonach sich das Land mit einem jährlichen Zuschuss von einem Drittel der Kosten an der Finanzierung der Schulsozialarbeit beteiligt? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Merz, diese Vereinbarung ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Engagement für eine sozialpädagogische Unterstützung der öffentlichen Schulen ein Markenzeichen schwarz-grüner bzw. in diesem Falle grün-schwarzer Landesregierungen ist. Dieses Engagement kann allerdings in unterschiedlicher Form erfolgen. Das Land Baden-Württemberg, insofern ist das nichts Neues, beteiligt sich bereits seit dem Jahr 2012 zu einem Drittel an den Kosten der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen. Dies wurde im Pakt für Familien mit Kindern vom 1. Dezember 2011 zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vereinbart. In den aktuellen Grundsätzen des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg zur Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen wird unter der Ziffer 2 fachliche Grundlagen allerdings auch festgestellt, dass nach den § 13 und 79 Absatz 1 des 8. Buches Sozialgesetzbuch die grundsätzliche Verantwortung für die Planung, Bereitstellung und Förderung der Schulsozialarbeit bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bleibt. Dass die baden-württembergische Landesregierung unabhängig von der grundsätzlichen zuständigen Verortung einer Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen, also eine solche Förderung vornimmt, kann als landespolitische Schwerpunktsetzung interpretiert werden. Diese landespolitische Schwerpunktsetzung nehmen wir in Hessen ebenfalls vor, aber unter anderem wegen der Kritik des Hessischen Rechnungshofes nicht in Form einer solchen Mischfinanzierung, sondern wir haben eine klare Finanzierungsstruktur etabliert, indem wir am 1. August 2014 mit der Richtlinie für unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung, Klammer auf USF, Klammer zu, zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags an Schulen in Hessen, allen hessischen allgemeinbildenden Schulen erstmals flächendeckend die Möglichkeit eingeräumt haben, die in der USF-Richtlinie dargestellten Landesaufgaben umzusetzen. Unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung stellt ein eigenständiges Angebot an Schulen dar, mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler im Vor- und Nachmittagsbereich in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und gegebenenfalls individuell zu fördern.
Das bedeutet, dass USF die soziale Arbeit der Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe nach dem 8. Buch Sozialgesetzbuch nicht ersetzen, sondern ergänzen und die entsprechenden Bereiche verzahnen soll. Ich darf aber vielleicht auch noch hinzufügen, was den Umfang der potenziellen USF-Mittel anbetrifft. Wir reden hier von der Hälfte desjenigen, was wir über die Grundunterrichtsversorgung hinaus im Rahmen der durchschnittlich 105-prozentigen Lehrerzuweisung zur Verfügung stellen. Das ist ein Potenzial von knapp 1.000 Stellen. Dazu kommt die sozial indizierte Lehrerzuweisung als Sondertopf, die in der Endausbaustufe nächstes Jahr 600 Stellen ausmachen wird. Das heißt, wir haben insgesamt 1.600 Stellen, die potenziell für die sozialpädagogische Unterstützung an den allgemeinen Schulen zur Verfügung stehen. Und das unabhängig davon, ob die Kommunen an dieser Stelle in eine entsprechende Mitfinanzierung eintreten. Ich glaube, dieses Angebot ist nach wie vor unschlagbar. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, Sie haben argumentiert seinerzeit, dass es Ihnen aufgrund der Zuständigkeit nach dem SGB VIII rechtlich verwehrt sei, in eine Finanzierung von Schulsozialarbeit hineinzugehen. Wie erklären Sie sich den Umstand, dass das Land Baden-Württemberg, das ja auf derselben Grundlage, rechtlichen Grundlage operiert, hier zu anderen Schlussfolgerungen kommt, rechtlich? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abgeordneter Merz, wir haben einfach die Konsequenzen gezogen aus der Stellungnahme des Hessischen Rechnungshofs. Mir ist eine vergleichbare Stellungnahme des baden-württembergischen Rechnungshofs nicht bekannt, aber der Hessische Rechnungshof war jedenfalls der Ansicht, dass die Aufgabentrennung zwischen Land und den Trägern der örtlichen Jugendhilfe sauber vorgenommen werden müsste und dass deswegen eine solche Mischfinanzierung, wie wir sie ja, was Ihnen ja bekannt ist, in Nordhessen eine Zeit lang praktiziert haben, unter diesem Aspekt nicht in Ordnung ist. Und wir wollten einfach sicher gehen, deswegen haben wir das andere Modell gewählt, dass wir in Zukunft da keiner Kritik des Hessischen Rechnungshofs mehr ausgesetzt sind. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Da Sie ja so erfreut über das Vorgehen der baden-württembergischen Landesregierung waren, wären Sie bereit, mir zu bestätigen, dass die entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden unterzeichnet wurde von dem Ministerpräsidenten Kretschmann und dem Finanzminister Schmid, letzterer SPD, und dass es sich insofern um ein schönes Beispiel für rot-grüne Bildungspolitik handelt? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Ihre Frage bezog sich auf die aktuelle Politik der aktuellen baden-württembergischen Landesregierung. Dazu habe ich in meiner Antwort auch entsprechend Stellung genommen, und ich überlasse Ihnen gerne die weitere historische Aufarbeitung. Frage 735, Herr Abgeordneter Merz. Mein Gott, man kommt ja aus den Fragen gar nicht mehr raus. Ich frage die Landesregierung, wie beurteilt sie den Vorschlag, Menschen im Freiwilligendienst den Erwerb des Schülertickets zu ermöglichen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Merz, das Schülerticket ist eine Antwort auf die Lebenswelt und das Mobilitätsverhalten junger Menschen. Mit dem hessenweiten Ticket wollen wir jungen Leuten ermöglichen, selbstständig und sicher unterwegs zu sein, dabei den ÖPNV als einfache und verlässliche Alternative zum eigenen Auto oder zum sogenannten Elterntaxi zu erfahren. Wir beurteilen daher den Vorschlag, Menschen im Freiwilligendienst den Erwerb des Schülertickets zu ermöglichen, positiv und haben dies mit den Verkehrsverbünden in Hessen bereits entsprechend abgestimmt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsräte von RMV und NVV im März diesen Jahres und der anschließenden Tarifgenehmigung würden dann sowohl freiwillig Wehrdienstleistende als auch Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr, an einem freiwilligen ökologischen Jahr oder vergleichbaren sozialen Diensten, z. B. dem Bundesfreiwilligendienst, zum Erwerb des Schülertickets berechtigt sein. Dann kommen wir zur Frage 736, Frau Abgeordnete Alex. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, warum führt sie bei hessischen Kommunen eine Abfrage zu Seniorenvertretung durch? Herr Sozialminister Grüttner.
Frau Abgeordnete, Seniorenvertretungen sind in Kommunen und Landkreisen unterschiedlich organisiert, entweder als Seniorenbeirat, als Seniorenbüro, zum Teil gibt es auch nur Seniorenbeauftragte. Um einen vollständigen Überblick zu bekommen, ist gemeinsam mit der Landesseniorenvertretung und den kommunalen Spitzenverbänden ein entsprechender Fragebogen erarbeitet worden, um einen Überblick über die Vertretungen in den Kommunen zu haben. Frau Kollegin Alex, Zusatzfrage. Ja, bitte, vielen Dank. Da dieser Fragebogen, den Sie erarbeitet haben, zu 100% identisch ist mit einer Anfrage der SPD-Fraktion aus dem vergangenen Sommer, würde ich gerne wissen, vor welchem Informationshintergrund wurde denn damals diese Anfrage beantwortet? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, vor dem Hintergrund der bei der Landesseniorenvertretung registrierten örtlichen Vertretungen. Zusatzfrage, Frau Kollegin Alex. Ja, bitte. Können Sie denn vielleicht uns die Hoffnung machen, dass wir, wenn wir im Sommer noch mal nachfragen, diesmal eine ordentliche und gesicherte Antwort auf unseren Berichtsantrag bekommen können? Entschuldigung, halt, ist wieder weggegangen. Das heißt, profitieren können von den Erkenntnissen, die Sie jetzt aus der Abfrage gewinnen. Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Landesregierung antwortet immer ordentlich. Und selbstverständlich, wenn die Ergebnisse vorliegen und Nachfragen kommen, werden diese auch zur Verfügung gestellt. Frage 737, Frau Abgeordnete Geis. Ich frage die Landesregierung, hat sie seit dem Jahr 2013 das in der Broschüre Wohnen in Hessen gemeinschaftlich und generationsübergreifend beschriebene Projekt von Lebensalter e.V. mit Landesmitteln gefördert? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, das Wohnprojekt des Vereins Lebensalter e.V. wurde aus Landesmitteln nicht gefördert. Zusatzfrage, Frau Kollegin Geis. Wurde denn das Einverständnis von Lebensalter e.V. zur Veröffentlichung in der Broschüre eingeholt? Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, das kann ich Ihnen nicht sagen. In der Broschüre ist ein Bild eines Wohnprojektes abgebildet, dass öffentliche Gebäude jetzt auch noch Einverständnis geholt werden müssen, um sie auch entsprechend darzustellen, ist mir nicht bekannt. Aber ich gehe der Frage gerne nach und gebe Ihnen eine Antwort. Und Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Geis. Das Projekt ist beschrieben in der Broschüre. Und meine Zusatzfrage ist, ob denn geplant ist, dass künftig dieses Projekt mit Landesmitteln gefördert wird. Herr Staatsminister Grüttner. Frau Abgeordnete, zur Förderung jetzt des Wohnungsbaus steht in Hessen eine Reihe von Förderprogrammen zur Verfügung. Insgesamt stellt die Landesregierung bis zum Jahre 2019 €1 Milliarde zur Wohnraumförderung bereit. Förderprogramme, welche direkt auf die Förderung gemeinschaftlicher Wohnprojekte ausgerichtet sind, stehen nicht zur Verfügung. Meine Damen und Herren, ich schließe die heutige Fragestunde. Ich bedanke mich.